Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Es hört nicht auf. Limited Editions, über Limited Editions kommen im Moment in die Läden. Und heute habe ich die Chocolate Lovers Palette von Rival de Lupien. Möchte sie euch zeigen. Ich habe alle Produkte vor mir liegen. Und ich würde sagen, los geht's und ganz viel Spaß beim Video. Ich bin tatsächlich so schockiert, dass... Eigentlich habe ich damit gerechnet, dass jetzt so viele Limited Editions rauskommen. Aber ich habe ja heute Vormittag schon, also je nachdem, wann ihr das seht, das Genderless von Catrice gedreht und dachte so, okay, ich muss nochmal zu Rossmann, ich brauche noch ein paar Kerzen. Und zack, habe ich gleich die nächste LE gefunden. Und ich würde vorschlagen, wir legen auch gleich los. Und zwar würde ich gerne mit Augenbrauen anfangen. Ich habe schon Foundation und alles drauf, aber die Augenbrauen fehlen noch. Und es gab die Chocolate Lovers Eyebrow Pomade, wasserfeste Augenbrauenpomade für perfekt geformte und betonte Brauen. Sieht so aus, ist noch verpackt. Oh, okay, also ihr bekommt zwei Teile. Einmal so einen kleinen Pinsel mit so einem Bürstchen mit dran und dann einmal das Produkt an sich. Riechen tut es nach nichts, ist halt wie dieses Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade. Whatever. Ich würde es jetzt tatsächlich mal mit diesem Pinsel hier probieren. Der ist halt sehr, sehr, sehr klein. Aber wir gehen einfach mal rein. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr so ein neues Produkt habt und das eigentlich gar nicht zerstören wollt? Okay, krass. Also tatsächlich ging es mit dem Pinsel. Ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite. Ich würde einfach beim nächsten Mal ein bisschen größer probieren. Ich bürste das Ganze zum Schluss einfach nochmal durch. Aber die Farbe ist wunderschön. Es ist ziemlich aschig und funktioniert bei mir perfekt. Also Daumen hoch dafür. Das fand ich sehr, sehr schön. Kann ich nicht meckern. Dann würde ich tatsächlich ganz gerne weitermachen mit ein bisschen Farbe im Gesicht. Ich bin noch ein bisschen blass im Gesicht. Und zwar gab es da auch zwei verschiedene Produkte. Einmal den Chocolate Bronzer. Total süß. Das hat so ein Pressing wie so eine Schokoladen, wie so eine Tafel Schokolade. Sieht so aus. Ihr bekommt 9 Gramm Produkt und wow, das riecht mega gut nach Schokolade. Richtig, richtig krass. Ich gehe da einfach mal mit meinem großen Bronzerpinsel rein. Zero Fallout, also wirklich gar nichts. Es riecht so himmlisch. Leute, das ist unglaublich. Also ich sehe nicht so viel, außer dass es tatsächlich ein bisschen aschig ist. Also durch die Lichter sieht das jetzt vielleicht ein bisschen dunkel aus. Aber könnte mir das gut auch als Konturton vorstellen. Also ihr seht, ich habe es jetzt auch nur in diesen Bereich gegeben. Ich möchte es überall. Ja, so sieht das Ganze schon besser aus. Also doch, tatsächlich, es wärmt schön auf. Es ist ganz, ganz ebenmäßig. Große, große Klasse. Dann gab es noch ein Rice Powder. Innen drauf steht, Reispulver ist das Geheimnis der schönsten asiatischen Frauen, die die hervorragenden Eigenschaften des Puders schätzen. Eingesetzt als transparenter Make-up-Fixer, hält es bis zu 16 Stunden und gibt der Haut einen matten, langanhaltenden Effekt, für jeden Hauttyp geeignet. Es ist leider schon kaputt. Ihr könnt das hier sehen. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, wie das Ganze... Also ich bin ja schon gesettet. Ich würde jetzt nur ganz leicht... Okay, das riecht nach nichts. Es hat ein bisschen Fallout. Okay. Also es hält auf. Es hält richtig krass auf. Ich würde es auch nicht als transparenten Puder bezeichnen. Okay, also für mich ist das zu hell. Vielleicht können wir das nachher nochmal als Brow Bone Highlight oder so benutzen, weil das ist halt schon echt weiß. Also für mich ist es zu weiß. Geht leider gar nicht, aber ist jetzt nicht ganz so schlimm. Dann gab es eine Lidschattenpalette und wie ihr wisst, ich liebe Lidschattenpaletten. Die habe ich mir natürlich auch gleich mitgenommen, waren auch unter 4 Euro. Die sieht so aus, wieder hier mit so, wie so eine Tafel Schokolade, total süß. Und innen drin die ganzen Farben. Diesmal sind sie tatsächlich auch mit Namen. Riechen tut sie leider nicht nach Schokolade, ist jetzt aber auch nicht ganz so schlimm. Sie erinnert mich so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen an die... Rival de Lupien Nights to Remember Palette, da waren die Farben ähnlich. Ich würde jetzt einfach mal 4 Finger nehmen und einfach mal reingehen und euch zeigen, wie die aussehen. Auf dem Ringfinger haben wir Spicy, auf dem Mittelfinger Marokko und auf dem Zeigefinger Schoko. Mega krass pigmentiert, Freunde.
Richtig, richtig bekannt. Okay, krass, das hätte ich nicht gedacht. Jetzt möchte ich natürlich noch meinen Goldbar. Ich liebe ja Goldtöne. Ist auch wunderbar. Und super, super schön. Der passt auch vor allem zu meiner Hautfarbe sehr, sehr gut. Ich freue mich, wir machen jetzt einen Look. Und zwar benutzen wir als erstes, so als Brow Bone Highlight, das mache ich eigentlich immer als allererstes, dieses Reispuder und gebe mir das so ein bisschen unter die Brau, um das Ganze so aufzuhellen. Einfach nur für so einen kleinen Lift-Effekt. Als Grundlage nehmen wir den Ton Sand oder, ja, Sand. Fallout, ja, okay, also die Rival de Loup Lidschatten haben immer ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier krümelt das alles, ziemlich starken Fallout. Dafür sind sie aber auch gut pigmentiert. Ich gebe mir das einfach mal so komplett überall mit hin. Es wird bei meiner Hautfarbe nicht auffallen, was aber nicht so schlimm ist. Ja, okay, man sieht gar nichts. Es ist halt auf meinem Mittelfinger. Ist halt so genau meine Hautfarbe. Dafür geben wir uns in die Lidfalte den Ton Brick. Einfach für ein bisschen Dimension. Also es ist eine sehr natürliche Palette. Was ich aber schön finde, ich finde in letzter Zeit sind so viele Paletten rausgekommen mit einfach so knalligen Farben. Sind schön, ist toll, aber für den Alltag oder auch für mich als Typ finde ich es immer recht schwierig, diese Produkte dann auch wirklich täglich zu benutzen. Und dafür ist es mir eigentlich zu schade. Ganz außen geben wir den Ton Cinnamon. Das ist ein schöner metallischer Grauton. Es sind leider nur zwei matte Töne dabei. Und den ziehe ich so ein bisschen mit hier in die Lidfalte rein. Das Ganze gibt dem Auge tatsächlich so einen schönen Effekt. Also ihr könnt das Auge damit richtig, richtig, ja, konturieren. Aber damit das Ganze hier noch nicht dunkel genug ist, gehe ich nochmal in den Ton Schoko und gebe das wirklich nur ganz außen mit hin. Und softe das so ein bisschen aus. Der ist auch so krass pigmentiert, den hatte ich euch ja eben schon geswatcht. Aber lässt sich wunderschön verblenden. Also Freunde, diese Palette, grandios. Und da ich ja über alles Gold liebe, geben wir uns direkt aufs gesamte Lid die Farbe Goldbar. Das mache ich lieber mit dem Finger, einfach weil ich damit einen schönen Effekt erzielen kann und das schön reinpressen kann und ich damit auch einfach keinen Fallout habe. Wenn ich jetzt einen Eyeliner ziehen könnte, so einen schönen Wing hier lang, göttlich. Und in den inneren Augenwinkel geben wir den Ton Party. Das ist so ein, ja, kühlerer, rosaner Silberton. Und den gebe ich mir direkt als Inner Corner Highlight mit ins Auge. Sehr schön. Freunde, das sieht grandios aus. Ich liebe die Farben. Das ist so wunderschön. Ich bin hin und weg. Hin und weg. Ganz toll. Ein sehr, sehr natürlicher Look. Es ist ein schönes, softes. Es lässt sich super gut verblenden. Rival de Loup Young, danke dafür. Und dann gab es noch zwei Lipglosse. Es gab so zwei verschiedene Farben. Ich habe mich jetzt für die Farbe 01 Cream Chocolate entschieden. Es gab noch einen dunkleren Ton, der ging aber so ein bisschen in die, ja, Burgunder-Richtung. War jetzt nicht so meins. Und der andere sah eigentlich ziemlich gut aus. Und ich muss sagen, ich habe ihn schon aufgemacht. Und es kommt sofort so ein schokoladiger Geruch raus und ihr möchtet diese ganze Tube einfach essen. Das ist der Wahnsinn. Also, das riecht richtig wie Schokokuchenteig. Also wunderbar. Und ich gebe mir das Ganze hier mal drauf. Und das sieht halt tatsächlich auch aus wie Schokolade. Aber das ist ein ganz, ganz natürlicher Ton. So ein bisschen in Nude-Richtung und der passt tatsächlich auch zu meinem Hauttyp. Wir hatten ja neulich die Catrice Generalist LE getestet und da waren Lippenstifte drin und so ein komisches Gloss, was absolut völlig nicht unisex war. Aber das ist für mich ein schöner Unisex-Ton, wenn ihr so ein bisschen, ja, ein bisschen glossigere Lippen haben wollt. Göttlich. Was ich schade finde, ist, dass es in der LE keinen Highlighter gibt. Der fehlt mir so ein bisschen. Wenn man mutig ist, was wir jetzt auch, glaube ich, mal sind, machen wir das Ganze aus der Lidschattenpalette und nehmen dazu auch den Ton Party und mischen ihn so ein bisschen mit Gold und geben den hier auf unseren Wangenknochen. Wow. Wunderschön.
Das war tatsächlich alles wunderbar. Es gibt nichts, außer dieses Reispowder, was halt einfach nicht zu meinem Hauttyp passt. Nichts, was ich auszusetzen habe. Die Eyebrow-Pomade, der Hammer, ein richtig gutes Dupe zur Anastasia Dipbrow Pomade. Richtig, richtig schön und günstig. Der Chocolate Bronzer, Knaller. Er riecht göttlich, genauso wie die Chocolate Lovers Cream Chocolate Lip Gloss. Wunderschöne Farbe, ganz natürliches Finish. Und auch die Chocolate Lovers Eyeshadow Palette mit wunderschönen Farben. Ihr habt matte Töne, ihr habt schimmernde Töne dabei. Ihr kriegt einen sehr, sehr natürlichen Look mit hin. Finde ich mega, mega gut. Und das ist eine Limited Edition, wie ich sie haben möchte. Und ich würde sagen, ich glaube, ich habe tatsächlich meinen neuen Lieblingsbronzer bzw. mein Lieblingskonturprodukt gefunden. Einen wunderschönen Lipgloss und freue mich, mich gleich abzuschminken und am liebsten sofort wieder neu zu machen, weil ich dann ins Bett gehen kann und dann morgen wieder alles neu machen kann. Also sehr, sehr schön. Ansonsten würde ich sagen, das war es tatsächlich schon wieder, meine Lieben. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Passt auf euch auf. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.